Herzlich willkommen, liebe Flossenfreunde, zu einer neuen Folge Flossentalk. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, haben wir tatsächlich immer noch Corona. Deswegen müsst ihr euch die anderen Flossen hier oder da dazu denken. Nichtsdestotrotz beantworten wir heute wieder eure Fragen und los geht's. Warum heißt ihr eigentlich FlossenTV? Diese Frage hat uns tatsächlich am allerhäufigsten erreicht. Das zeigt mir zwei Dinge. Ihr scheint weder an uns als Personen noch an unseren Inhalten interessiert zu sein, sondern nur an unserem Namen. Aber okay, geschenkt, ich erkläre es euch trotzdem. Das mit dem Namen kommt schlicht und ergreifend daher, dass wir kleine, aber feine Gaming-Nerds sind. Deshalb hieß unsere WhatsApp-Gruppe schon vor FlossenTV die Flossen. That's the story. Yo. Jalla, wer seid ihr überhaupt? Das soll mal schön lieber jeder selbst sagen. Jo. Hi, ich bin Lukas und ich stehe an meinem momentanen Lieblingsplatz in Regensburg, dem wunderbaren Villapark. Leider können wir euch den kaum zeigen, denn da im Hintergrund gibt's ein paar Leute, die laut Musik machen. Ist aber auch egal. Was mir an Geschichte gefällt, sind die Geschichten, die dahinter stecken. Schon als Kind bin ich in meinen Träumen durch den Wilden Westen geritten oder mit den Wikingern auf großer Fahrt gewesen. Als Nordlicht und einziger Nicht-Bayer in unserem Team bin ich sozusagen die kulturelle Vielfalt in unserer Truppe. Hi, ich bin Judith und ich bin die Einzige hier, die was richtig Wichtiges studiert hat. Mathe. Naja, bei Geschichte interessiert mich mehr so die Story der normalsterblichen Leute. Also Alltagsgeschichte. Hi, ich bin Johannes. Ich bin 26 Jahre alt und habe den zweiten Trostpreis gewonnen beim Kameratragen in Schwaben. Dann habe ich FlossenTV gegründet und seitdem geht es nur noch bergab. Mein Name ist Danny, ich bin 27 Jahre alt und ich mache vor allem deshalb bei FlossenTV mit, damit ich nicht so viel Unterricht vorbereiten muss. Hey Leute, ich bin Adrian und ich habe für FlossenTV alle möglichen Fächer studiert. Wahlweise kann ich dann in Rollen wie einen Theologen oder einen Archäologen reinschlüpfen. Böse Zungen behaupten, ich kann alles, aber dafür nichts so richtig. Naja. Ja, und wenn ich groß bin, dann möchte ich so groß sein wie der Lukas. Judith, wie hältst du es nur mit den vier Jungs aus? Mit den vieren halte ich sehr, sehr gut aus. Es sind wirklich vier sehr sympathische junge Kerle. Schmitti fragt, was sind eure peinlichsten Spitznamen? Schau uns an. Brauchen wir noch peinliche Spitznamen? Maggie fragt, ist der Digitalunterricht die Zukunft des Bildungssystems? Liebe Maggie, einige Elemente des Distanzunterrichts sind super und absolut sinnvoll und werden uns daher auch in Zukunft bleiben. Wenn es aber um die Form des reinen Online-Unterrichts geht, dann halte ich es hier mit dem Dschungelcamp und sage, holt mich hier raus! Greta fragt, was war zuerst da? Das Ei oder das Huhn? Ganz einfache Antwort. Markus Söder. Judith, wie war es für dich, eine Hexe zu spielen? Tatsächlich war es relativ beklemmend, auch wenn es am Video nicht ganz so rauskommt. Julius will wissen, welchen Abischnitt hattet ihr? Ja, ich bin Praktiker, ich hab gar kein so gutes Abi, ich bin erst später ein toller Hecht geworden. Mein Schnitt war 2,5. 1,6. Streber. 2,0. Leider nur 2,2. Naja, Abischnitt habe ich mehr als ihr Studiengänge zusammen. Fachabi, allgemeines Abi und allgemein gebundenes Abi. Was der Schnitt war bei den Einzelnen, weiß ich leider nicht mehr. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Was du in deinem Leben brauchst, ist kein guter Abischnitt. Was du wirklich brauchst, ist Flossenmerch. Kauf ihn! Kauf ihn! Kauf ihn! Simmel fragt, mit wem oder für wen wollt ihr unbedingt mal produzieren? Eine Buddy-Komödie mit Orlando Bloom und mir. Ach so, es geht um FlossenTV. Ja dann, eine Sendung im ZDF, das wäre schon ziemlich stark. Lukas fragt, kann ich das Video beenden? Lieber Lukas, dein Kommentar kann sogar auf dem Mond landen. Hallo, da sind wir wieder. Na,
Hat euch dieser Corona-konforme Flossentalk gefallen? Dann gebt ihm einen Daumen nach oben, aktiviert die Glocke, schreibt eure Fragen für den nächsten Flossentalk in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao!